So, wie immer gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, die Traggelenke zu wechseln. Hier habe ich jetzt eine 190er, allerdings ist es beim 124er exakt das gleiche. Ja, das spielt also keine Rolle. Ja, viele machen da mit einem Brenner oder sonst irgendwas oder prügeln da stundenlang drauf rum. Aber wenn man das ein paar Mal gemacht hat mit dem richtigen Werkzeug, dann geht das so schnell und so vernünftig. Gerade das mit dem Brenner, da weiß eigentlich jeder, was das mit dem Metall macht und das sollte man eigentlich lassen. So, ich fange einfach mal an. Hier hinten ist ein Lenkanschlag. Sieht man jetzt nicht so gut, aber der muss auf jeden Fall als erstes raus. So sieht das Ding aus. Dann kann man nämlich weiter einlenken. Dann nehme ich immer die Feder raus. Das geht auch wohl irgendwie ohne. Aber ich finde das entspannter, dann kommt man vernünftig dran und kriegt nachher auch die Schraube vom Traggelenk leichter rein. So, Federspanner. Bisschen Fummel, mal klappt sofort, mal muss etwas länger. So, drin. So weit wie es geht, hochdrehen. Umso weniger muss man nachher kurbeln. So. Dann nehmen wir die mal raus. Könnte man auch mit dem Flachschrauber machen. Mache ich allerdings immer mit der Knarre, weil ich nicht böse auf mein Werkzeug bin und wenn sich was verkantet, merkst du das sofort und dir reißt das auch noch irgendwann mal ab, weil das nicht merkst. Ganz mit, dann hat man es im Prinzip geschafft. So, sollte reichen. Und an der Seite. Der nächste ist die Schraube, die das Traggelenk hält. Die Schraube ist draußen. Ich nehme dann immer die Stütze, fahre das Ding ein bisschen runter. Dann reicht das meistens, zweimal auf den Querlenker zu hauen und drauf ist er. Okay, zweimal öfter. So, fertig. Jetzt kann man sich jemanden suchen, der das festhält. Ich mache mir das einfach und binde das Ding nur mit einem kleinen Spannrad am Bühnenarm fest, dann ist mir auch nicht das Ding nicht im Weg.
getroffen. Man kann auch gleich sehen, was ich mache. So, das sollte reichen. So, hier ist das Traggelenk. Manschette total kaputt. Also, Gummimanschette runter. Dann gibt es natürlich zig verschiedene Traggelenkpressen. Ich habe hier vor Ewigkeiten mal so eine billige bei eBay gekauft und die funktioniert seit Jahren. Gibt natürlich auch hydraulische Pressen und hat nicht alle. Aber funktioniert mit dem Ding so gut, dass ich mir da nichts Besseres hole. Wie ich befürchtet hatte, kann man in dem Video natürlich jetzt schlecht erkennen, wie man das raus und rein presst. Deswegen mache ich das hier nochmal genau aus der Nähe. Wenn es raus muss, dann dieses kleine Röhrchen oben drauf, dann diese Presse darauf. Ist immer ein bisschen gefummelt, aber eigentlich geht das ganz gut mit dem Teil. So. Was dazwischen hat, einfach ein bisschen zudrehen. Schön gerade und dann einfach zusammendrehen. Hoffe ich mal, dass man das jetzt besser sieht. Löst sich schon. Das geht natürlich im Auto ein bisschen schöner als hier auf der Werkbank. Aber es geht auch. So. Alles wieder auseinander. Neue Traggelenk. Ja. Diesmal muss der nach oben, damit sich das Gelenk schön nach oben rausdrücken kann. Und unten den flachen. So. Dann hoffe ich mal, man kann das besser erkennen. Einfach wieder schön zusammendrehen, dabei darauf achten, dass hier alles gleichmäßig so.
Akkus und das Traggelenk ist drin. Fertig. Dann machen wir weiter am Auto. So, liegt schön an, bisschen lösen und fertig. Traggelenk ist drin, ohne irgendwie was kaputt zu machen, ohne stundenlang drauf rumzukloppen. Gut. Spule ich hier immer ein bisschen WD-40 ein, damit das da gleich besser reingeht. Bisschen die Lenkung gerade machen. Und dann hebe ich den da drauf. So. Mache die Stütze diesmal hier unter das Traggelenk, weil sonst rutscht das, weil das ja ganz frisch drin ist, gerne auch noch mal wieder raus. Jetzt reicht es wieder meistens zwei, drei Mal darunter zu schlagen. Drin ist er. Schraube wieder rein. Wieder drauf. Den Lenkanschlag wieder rein. So. Thank you.
einmal verdrehen. Und dann kann man ihn meistens so rausziehen. Wenn nicht, einfach ein Stück in die andere Richtung drehen. Dann dreht er sich von selbst raus. Ja, damit war es das auch schon. 20, 25 Minuten würde ich sagen. Rad wieder dran, Abfahrt. Und ich finde, da braucht man weder stundenlang kloppen noch mit der Flamme oder sonst irgendwas bei. Mit dem Federspanner ist das eine super Sache. Mit der Traggelenkpresse auch. Und dann, also vor der Reparatur braucht man wirklich keine Angst haben. Wenn man denkt, wie gefährlich das ist, wenn die brechen während der Fahrt, sollte man die schon wechseln, wenn sie anfangen zu quietschen oder Spiel haben oder sonst irgendwas. Gut, ich würde sagen, das war's.